Willkommen zu einem neuen Part oder einem neuen Projekt zu Pokémon Expert Emerald. Jedes Mal, wenn ich einen Hack finde, der Expert heißt oder Kaizo oder Impossible oder irgend sowas, da bin ich am Start, dann bin ich ready. Ich habe jetzt diese ROM hier gepatcht mit dem Hack. Ich hoffe, dass das funktioniert hat. Ich habe hier einmal einen kurzen Test gemacht. Da hat es, glaube ich, das Richtige angezeigt. Wir werden es dann aber wahrscheinlich erst bei der ersten Arena sehen, ob das Patchen richtig funktioniert hat. Denn in der Infopage stand nichts, welche Version man genau braucht. Einfach eine Emerald Edition. Dann machen wir das doch mal. Gehen nach drinnen und schauen uns an, was er zu erzählen hat, mein guter Freund. Der Herr Birk. Was hat er denn Schönes? Hi, sorry to keep you waiting. Welcome to the world of Pokémon. My name is Birch. Birch. But everyone calls me the Pokémon Professor. Deswegen habe ich auch einen Pokédex, der keine Pokémon drin hat. That's called the Pokémon. Ein Lotorzel. This world is widely inhabited by creature known as Pokémon. We humans live alongside Pokémon. At times as friendly playmates. And at times as cooperative workmates. And sometimes we band together and battle others like us. But despite our closeness, we don't know everything about Pokémon. In fact, there are many, many secrets surrounding Pokémon. To unravel Pokémon mysteries, I've been undertaking research. Yeah, that's what I do. And you are? Na, ja, das frage ich mich. Wenn ich das wüsste, wäre ich auch schlauer. Ich bin der Boy. Und ich bin wieder... Wie immer, alles in Großbuchstaben, dass wir gegenseitig auch anbrüllen. Ich bin der Zilu. Natürlich. So, Zilu. Yes, yes, yes. Ah, okay. You're Zilu, who's moving to my hometown of Little Lu. Wie weiß der das, dieser Stalker? I get it now. Alright, you're ready. Own adventure. Ja, 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 ja. Okay, hat er gut gemacht. Ich würde mal sagen, wir begeben uns endlich. Los geht's. Rum, 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 rum. Ich glaube, die Starter-Pokémon sind immer noch die gleichen wie vorher. Zur Erinnerung, wir starten auf Level 5. Also hätte der Patch nicht funktioniert, hätten wir das. Alle ab. So, meine Mutter. Zilu, we're here, honey. We must be trying riding with our things in the moving truck. I changed my voice. Well, this is Little Root Town. How do you like it? This is our new home. It's quite feel, but it seems to be an easy place to live. Do you think? And you get your own room. Oh mein Gott, das haben wir. Genau, wir haben hier... Ja, ja. Ja, the movers. Normalerweise sind das hier ja... Mashoks. Hier sind es Vigoroth, also Mundtier. Wir stellen die Uhr. Ich mache einfach die normale Zeit. Ja, ja. Ja, ja. Ist okay. So. Ja, ja. Da spulen wir mal. Die bubbelt da nur. Das gibt viel zu lange. Ja, 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 ja. Es geht nur um meinen Vater. Der findet, der ist cool. Dann stalken wir doch mal die Nachbarn. Klopf, klopf. Huh. Oh, hello. And you are? Ich bin der bei Ihnen eingebrochen ist. Oh, you're Zilu. You're next door neighbor. Hi. We have a daughter about the same age as you. Our daughter was excited about making it. It's upstairs. Okay. Es gibt hier nur einen Ausgang. Wie kann sie denn nicht... Okay. Huh. Hey, du da. Huh. Who are you? Gehst mal in ein fremdes Zimmer und fasse alles an. Oh, you're Zilu. The movie. I'm May. Glad to meet you. I'm in this team of becoming friends with people all over the world. Okay, ja, 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 ja. Okay, das lese ich jetzt nicht alles vor. Habe ich schon ein paar Mal vorgelesen. Ihr wisst, ich habe das so oft... Genau, wir könnten jetzt hier einfach Maike weiter stalken, aber machen wir nicht. Wir müssen hier oben aushelfen gehen. Denn die sagt... der scary Pokémon outside. Genau, und der Dicke, der ist ja hier oben noch. Oh, help me! Was für ein Lappen. Hello? Yo, there, please help! In my bag, der Pokémon Balls, genau. Genau, wir haben Torchi, Mudkip oder Treko. Für den Expert Run. Komm, nehmen wir doch mal Treko, den alten Hacker. Come on, raus mit dir.
Level 2, okay. Zick, zoom. Schon Level 6, okay. Es hat wohl funktioniert. Wir haben Absorber. Yo. Ja, ich greife eh speziell an und nicht physisch. Oh, na, das hat es ja im Original nicht, dass es eine Oranje-Beere hat. Okay, der Hack hat benutzt. Hat funktioniert, kann man so sagen. Denn natürlich so kann es... Hätte es uns, wenn wir Probleme gehabt hätten, hätten wir so... Okay, dann hat sie ein Feuer-Pokémon. Dann wird der erste Kampf aber schon ein bisschen schwerer. Denn wir haben nichts, um es anzugreifen. Phew. Oh, Talgrass, Dying Wild Pokémon. Ja. Komm, babbel mal nicht, mein Freund. So, Silo. I've heard so much about you from your father. I've heard that you don't have your own Pokémon yet. But where you battled her, you pulled it off with a plop. Okay. Because you have your father's blood in you, wins after all. Ja, klar, wir sind ja auch mein Vater. Ah, yes, thanks for rescuing me. I'd like you to have the Pokémon used early. Ich habe ein Trico bekommen. Tricky-Trick-Track-Trico. Ja, why not give him a nickname? Okay, wir haben ein männliches. Dann wird es hier... Guter Kollege. Der Onkel Fly. Der muss hier hinhalten. Auch wenn er sich das Projekt nicht anschaut. Das ist ja kein Problem. Der Fly ist am Start. Ja. Gut. Müssen wir also Maike nochmal besuchen. Ah, sie ist ja jetzt, glaube ich, schon weitergegangen. Genau, sie ist ja dort oben. So. Genau, die Turbo-Treter haben wir ja noch nicht. Hier sind wahrscheinlich nur noch Low-Pokémon. Hier können wir uns schon mal heilen. Das ist wie immer wird das hier gespult. Das kennt ihr ja schon, die schon etwas länger dabei sind. Aber es ist immer so, bei so Expert-Dinger, da bin ich immer am Start. My man! Hi, I work at a Pokémon Mart. Can I get you? Eh? Das ist aber nett von ihm. This is a Pokémon Mart. Just look for a blue room. It's a variety of goods, including Pokéballs and catching Pokémon. This is a promotional item. Ich habe einen Potion bekommen. Das ist aber cool. Sehr schön. Ich glaube jeweils nicht, dass wir... Ja, das habe ich mir gedacht. Danke. So. Hier kommen wir noch nicht weiter, weil der Brillen-Charlie uns hier die Route versperrt. Aber ich glaube, ungelevelt dürfen wir uns dort eh noch nicht zeigen. Oh, Quapsel. Das ist schon mal gut. Quapsel können wir gut trainieren. Ui. Okay, aber er hält ein bisschen mehr aus, mein Man. Was denn der Hypnose? Bringt nichts. Macht nichts. Gibt es hier was für ein Quapsel? Das sehen wir gut zum Leveln. Kann man sich gut ein bisschen boosten hier mit den lokalen Chefs da. Die geben sich auch mehr Erfahrungspunkte. Ja, das ist ja. Quapsel hier. Quapsel hier, Quapsel da. Ich mache jetzt auch mal ein Save. Einfach, dass wir mal noch ein Save-Game haben. Jo. Ich glaube, so Level 8, 9 sollten wir schon sein. Das spule ich mal. Der kann mir schon gefährlich werden. Aber ihr seht, dass der Hack jedenfalls korrekt installiert wurde hier schon mal von den wilden Pokémon. Normalerweise spawnen hier ja keine Quapsel. Aber sie sind für mich ein sehr, sehr gutes Training. Ja. Super, dann können wir noch einen Punkt so. Wop. Ich mache das immer so, das ist so bei mir eine Eigenheit, nach jedem Level up erstmal zu speichern. Weil ich bin mir nicht sicher, ob ich Maike unter... Ah, ich glaube, ich mach mal sicher und gehe auf... Womp! Gehen mal auf Level... Kommen ja hier ziemlich schnell auf Level 10. Ich würde das mal so gerne so machen. Ja, machst du super. Ich pull das mal einfach schnell, weil das ist jetzt nichts, was ich... Wo man jetzt da lange zeigen muss. Hip-Hop. Hippity-Hoppity.
Get off my property. Sehr schön, wir sind schon Level 9. Speichern nochmal, dass wir das auch haben. So. So. Ein Dodo. Eieiei, was man hier nicht... Oh, seht ihr? Der klatscht mich hier schon mal fast aus dem Leben. Ah, also spannend, was hier alles so spawnt. Jetzt kommen hier eben hier schon die anderen Chefs noch mit rein. Die geben halt viele Erfahrungspunkte. Ich würde sagen, auf Level 10 müssen wir schon sein, sonst wird das verdammt nochmal schwierig gegen ein... gegen ein... gegen ihr Flemly. Und holen uns auch mal unsere PPs zurück. Wir werden mal kurz ins Pokémon Center eilen, um uns hier erstmal schön zurecht zu holen. Wenn ihr euch jetzt schon fragt, ob ich schon eine Idee für ein Team habe, ich muss mal am Ohr kratzen. Ob ich schon eine Idee für ein Team habe, muss ich sagen, so einige Sachen schweben mir schon ein bisschen vor. Also gerade für das Wasser-Pokémon. Ich habe gesehen, dass man hier mit einem Wasserstein ein Fleckmon in ein Lashoking verwandeln kann. Und Lashoking ist schon geil. Das hätte ich schon gerne. Ich habe noch nie ein Lashoking gehabt. Und wenn man sich das so einfach holen kann, ohne Kingstein. So, wollen wir mal gucken. Hallo. Hallo, Maike. Oh, see you. I see you, my dad give you a Pokemon as a gift. Since you are here, let's have a quick battle. I give you a taste of what's been training is like. Gut, ja, ein Torchi. Nicht gut. Ja. Und das ist jetzt egal. Wir sind jetzt zwar 4 Level oben dran, aber... Okay, wir haben Glück, dass es nur Scratch einsetzt und nicht, Glut. Haben wir ein Mehl, dass das Pokémon dumm ist. Oder die KI, besser gesagt. Danke. Sehr schön. Da ging ja gar nicht so... Wow, that's great. Ja, du könntest ein bisschen besser sein. Genau, mein Dennis. Ja. Aber du findest eine easy way back to the lab. Gut. Dann können auch wir zurück zum... zu Professor Birk, oder wie er heißt. Ja, ich komme ja schon. Stresst man noch nicht den alten Mann so schnell. Hopp. Schließlich hat sie die Turbo-Treter schon an und ich nicht. So. Ja genau, hier läuft er von alleine. Oh, Sino. Here is to beat me on your first try. Must help me with my research for a long time. Deswegen hat er immer noch einen leeren Pokédex. Egal. Here, Sino, I wanted this for my research, but I think you should have this Pokédex. Verstehe immer noch nicht. Er hat sein ganzes Leben damit verbracht, Pokémon zu studieren, hat trotzdem immer noch einen leeren Pokédex. Ich weiß nicht genau, was er gemacht hat. Ist okay. Oh, wow. Pokéballs, sehr schön. Oh, ich muss mich wirklich nochmal kratzen. So. Müsste ich auch nochmal einen Schluck zu mir nehmen. Ich habe lange nichts mehr getrunken. Das tut mir leid. So. Ja. Ah, ja. Danke. Ja, so. Gut, jetzt sollte Mama uns die Turbo-Träder geben. Kniften Peter neue Träder. Danke, Mama. So. Ja. Ja. Die Schuhe. Genau. Warum finde ich cool, dass man fürs Rennen spezielle Schuhe braucht? Genau. Genau, jetzt können wir nämlich rennen. Hallo. Sehr schön. Und speichern hier jetzt nochmal. Aber ich habe noch ein bisschen Zeit. Deswegen rennen wir wie der Wind. Und bewegen uns hier. Der Dicke ist jetzt auch nicht mehr hier, der uns im Weg steht. Erst der Trainer hier. Und mal gucken, was der Hex so zu bieten hat. If you have a Pokémon with you, then you're official Pokémon Trainer. You can't say no to a challenge. Frag mich zu dem Typen, der sich weigert, eine Challenge anzunehmen. Wird er von der Polizei abgeführt?
Ein Sonnenkern. Jo. Ja, putsch. Naja, das können wir ja nicht spulen. Das hat er ja nicht so ein... Das ist so ein bisschen ein Battle. Ja. Da hat sich der Trank gelohnt. Sonnenkern. Sehr schön. Und das nächste Pokémon, das er hat, ist ein Paras. Ist aber nicht shiny, oder? Nee, bist du nicht. Bumm. Okay. Das könnte ein Problem werden. Okay, doch nicht Glück gehabt. Cricketdeck gelernt, sehr schön. Wir rennen zurück, vergiftet. Hoffen, dass wir noch ins Pokémon Center kommen. Weil wenn Danny nämlich ins Gras beißt, dann sterben wir. Ey, Danny, sag ich schon. Der Fly natürlich. Und speichern hier nochmal. Das war's für den ersten Part von Pokémon Expert Emerald. Gucken wir mal, was uns der Hack noch so zu bieten hat und ob wir bald unser erstes Teammitglied finden. Und bis dahin sage ich Peace, ich bin draußen. Auf Wiedersehen.